Pionier. Ich bin Franco Marini aus Leipzig. Ich bin Softwareentwickler seit 2004. Bin komplett im Microsoft-Stack zu Hause und bin sozusagen durch Vorträge in der Community zum Thema Docker gekommen. Aber dazu komme ich später noch. Kommen wir zum Bereich Docker im Überblick. Als erstes mal, was sozusagen schon vorweggenommen wurde, was ist Docker überhaupt? Docker ist grundsätzlich eine Anwendungsvirtualisierung. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Anwendungen mithilfe von Betriebssystemfunktionen entsprechend in Containern zu isolieren. Das heißt, ich werde dann gleich noch den Unterschied zur VM erklären, aber grundsätzlich geht es darum, Anwendungen zu virtualisieren und nicht mehr gesamte Betriebssysteme. So. Wenn man sozusagen das Thema Docker hört, da kann man quasi perfektes IT-Buzzword-Bingo spielen. Was fällt euch da ein, was sozusagen gerne im Zusammenhang mit Docker am Buzzword sozusagen gespielt wird? Ja. Auf den anderen Folien waren schon bestimmte andere Wörter vertreten. Microservice gibt immer Punkte, DevOps natürlich. Continuous Integration, Continuous Deployment sind sehr stark mit dem Thema Docker verbunden. Und dann kommt sowas Everything as a Service. Denn so schön wie jetzt Docker ist, Container zu virtualisieren, die nächste Evolution steht sozusagen schon in den Startlöchern. Nach Containern kommen dann nur noch Funktionen. Aber das machen wir heute nicht, wir machen erstmal einen Schritt. Und das Thema Portabilität, das heißt dieses typische Anwendungsentwicklerproblem, läuft doch auf meinem Computer, ja auf meinem Computer, aber nicht in der Produktion. Ja, was ist da der Unterschied? Das will man halt mit dem Thema Docker deutlich einfacher machen, indem das, was auf meinem Rechner läuft, identisch dann auch in der Produktion in Betrieb gehen kann. Kommen wir zum Thema Virtualisierung versus Container. Ich hoffe, man kann es hinten einigermaßen sehen. Was brauchen wir grundsätzlich? Grundsätzlich brauchen wir erstes mal Blech. Natürlich, irgendwo muss das System drauf laufen. Das heißt, Hardware brauchen wir immer. Das zweite Thema ist das Thema Betriebssystem. Das kann Windows sein, das kann Linux sein, macOS etc. Und dann kommt sozusagen bei der Virtualisierung kommt dann der entsprechende Hypervisor dazu. Das heißt, der abstrahiert für die virtuellen Maschinen das Gastbetriebssystem und auch die Gasthardware. Ganz wichtig. Und in der virtuellen Maschine habe ich dann wieder ein Betriebssystem. Das heißt, dort drin läuft ein weiteres Linux, Windows, macOS, whatever. Und dann kommt das, was sozusagen dann die lieben Operators gerne machen, nämlich Installieren von irgendwelchen Bibliotheken, sei es Java in bestimmten Versionen, .NET in bestimmten Versionen, etc. Und dann kommt das, weswegen wir den ganzen Spaß überhaupt machen, wir wollen natürlich unsere Anwendung entsprechend bereitstellen. Da der Kostenaufwand und der Ressourcenaufwand relativ hoch ist, macht man natürlich nicht nur eine Anwendung in die virtuelle Maschine packen, sondern mehrere. Ich habe es hier mal mit zwei Anwendungen entsprechend dargestellt. Hat natürlich den Nachteil, dass ich diese auch gegenseitig beeinflussen kann. Das heißt, dieses Problem läuft doch bei mir. Du hast ja vielleicht noch das nicht daneben laufen. Ach so. Das haben wir halt bei virtuellen Maschinen. Im Unterschied dazu gibt es die Container. Was hier ganz wichtig ist, die Container ragen in das Betriebssystem sozusagen hinein. Das heißt, die Container nutzen einen Teil des Betriebssystems mit, nämlich den Kernel. Das zweite ist dann die entsprechenden Bibliotheken, das heißt wieder Java, .NET, Python etc. Auch die können entsprechend benutzt werden. Wie das Docker genau macht, komme ich gleich zu. Und jetzt kommt das Wichtigste, jede Anwendung kommt in einen eigenen Container. Das heißt, diese riesen Monolithen, wo x Anwendungen zusammengeführt sind, gibt es nicht. Jede Anwendung ist ein Container und diese werden dann zu größeren Systemen zusammengeschalten, wenn man zum Beispiel eine Datenbank mit einer Webanwendung kombinieren möchte. Grundsätzlich muss man sagen, birgt das natürlich Risiken. Das heißt, nur der Kernel isoliert die entsprechenden Container gegeneinander. Wenn Probleme im Betriebssystemkern sind, dann kann eine Anwendung potenziell aus dem Container ausbrechen. Was Microsoft zu diesem Thema dann zu erzählen hat, komme ich gleich zu.
Kommen wir ein bisschen zum Thema Terminologie, dass wir vom Gleichen reden, wenn wir heute den ganzen Abend über Images, Container und so weiter sprechen. Was ist ein Image? Ein Image ist grundsätzlich erstmal eine Vorlage für einen Container. Er ist schreibgeschützt und er wird versioniert. Das heißt, was einmal in einem Image drin ist, ist quasi dort drin eingebacken und bleibt auch so. Das Ganze ist quasi ein Snapshot, ein Archiv in einem laufenden System. Und es gibt das sogenannte Ebenenprinzip, das heißt, es werden nur die Differenzen gespeichert. Hier kurz mal an einem Beispiel. Das ist quasi der Aufbau des .NET Core Containers, wie er vor einem Jahr mal gebaut gewesen ist. Ganz unten ist quasi der Kernel. Der ist quasi bei allen Systemen entsprechend vorgesehen. Dann baut Microsoft auf Debian auf. Kann man gar nicht glauben, aber doch, .NET Core läuft nativ auf Linux. Dann kamen die .NET Runtime Dependencies, dann kam das .NET Core selber und erst dann kommt meine Anwendung oben auf. Der große Vorteil ist, dass ich sozusagen diesen kompletten Stapel, der ist quasi für alle Anwendungen identisch und der wird auch gleichzeitig mitbenutzt. Das heißt, wenn ich 15 Anwendungen habe, habe ich nicht 15 mal diesen Speicherverbrauch, sondern nur einmal und dann kommen sozusagen nur on top meine entsprechenden Anwendungen. Kurz zur Erklärung, das sind hier jetzt einzelne Schichten, in Wirklichkeit sind das viel, viel mehr Schichten, denn natürlich ist der Aufbau der .NET Runtime Dependencies deutlich aufwendiger als eine Schicht. So, jetzt bringen wir das Ganze zum Leben, das sind dann sozusagen die Container. Sie existieren nur zur Laufzeit. Und jetzt kommt das Wichtige, ihr habt nämlich über euren normalen Anwendungen habt ihr eine schreibbare Schicht, wo sozusagen eure Anwendung entsprechend seine Daten ablegen könnte, sage ich bewusst, denn man muss halt überlegen, ob man wirklich seine Daten ablegen möchte, denn Container sollen eigentlich keine Persistenz haben, sozusagen wenn Daten geschrieben werden, sollten die immer extern gelagert werden. Denn wenn aus irgendwelchen Gründen eine Anwendung mal Probleme macht, sollte es so sein, schmeiß den Container weg, starte ihn neu und hast wieder ein sauberes System. Das ist im Übrigen auch der Teil, wie ich zum Thema Docker gekommen bin. Ich habe Workshops zum Thema RabbitMQ gegeben und dort war das Problem, dass die Teilnehmer verschiedene Umgebungen brauchten. Das heißt, teilweise brauchten sie ein Cluster aus 3 Container, teilweise brauchten sie Container mit speziellen Plugins, die installiert waren und so weiter. Das Problem war, hätten die Teilnehmer das jedes Mal alles in ihrem Notebook installieren müssen, wäre der Workshop eine Woche gegangen, weil die ganze Installation so ewig gedauert hatte. Durch die Container konnten wir sehr schnell diese Umgebung hochfahren und ich konnte auch bestimmte Sachen schon vorbereiten. Denn ich habe die Images für die Teilnehmer vorbereitet und sie brauchten sie nur noch zu starten. Und wenn natürlich, was bei Workshops natürlich passieren kann, es irgendwo mal ein Problem gab und es nicht weiterging, Container wegschmeißen, aus dem Image neu erstellen und man hatte wieder ein sauberes System und konnte wieder von vorne beginnen. Die zweite Anwendung für Docker ist im Bereich Entwicklungsumgebung. Das heißt, wenn man für seine Kundenprojekte zum Beispiel eine Datenbank braucht, dann mache ich die im Moment, also zumindest was MongoDB angeht, als Docker-Container laufen lassen. SQL-Server gibt es als Docker-Container, ist mir allerdings ein bisschen zu mächtig, da bleibe ich lieber bei einer nativen Installation. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die Möglichkeit des Testens. Das heißt, wenn ich verschiedene Versionen, es gab mal eine Version von MongoDB, die hat massive Probleme mit dem .NET-Client gemacht, da musste man erstmal drauf kommen. Das heißt, ich habe verschiedene Versionen der MongoDB als Container gestartet und dann probiert, geht nicht. Aha, da ist also die Version, die das Problem macht. Und dann konnten wir dem Kunden relativ schnell Bescheid sagen, lieber Kunde, die Version, die hat ein Problem, indem man den Punkt, und die wurde auch schon gepatcht, bitte mal entsprechend eine Aktualisierung durchführen, dass du keine Probleme mit deiner Anwendung mehr hast. So. Zum angesprochenen Docker-Ökosystem nochmal ein paar Worte. Das Wichtigste ist natürlich die Ausführungsumgebung an sich. In Go geschrieben, wird einmal als kostenfreie Version bereitgestellt und dann gibt es auch eine entsprechende kommerzielle Version. Die Community Edition wird sozusagen monatlich abgedatet, die kommerzielle Version wird nur im Quartal einmal abgedatet.
Und dann gibt es sozusagen noch mehr Bestandteile, die ebenfalls im Ökosystem sind. Das eine ist Compose. Das ist dafür notwendig, wenn ich verschiedene Container zu einem Anwendungsdeck zusammenführen möchte. Denn es ist zwar schön, nur eine Webanwendung zu haben, aber meistens hat man doch irgendwie noch eine Datenbank oder vielleicht ein Queuing-System mit dran. Und das wird sozusagen über Compose geregelt, dass die ganzen dann zusammenarbeiten können. Der Docker Hub ist die Möglichkeit, Container online zu speichern. Die gibt es einmal als öffentlichen Bereich und dann kann man eben gegen Geld auch entsprechende private Bereiche sich sozusagen mieten, um dort seine Images abzulegen. Docker Swarm, Docker Swarm Mode ist die Möglichkeit, Container in einen Cluster zu packen und dadurch für Äußersicherheit zu sorgen. Relativ neu im Portfolio ist das Thema Cloud. Das heißt, Docker stellt auch eine entsprechende Hosting-Umgebung für seine Container bereit. Docker Machine ist ein bisschen älter, ist sozusagen ein Tool, um Docker-Hosts bereitzustellen. Das war zum Beispiel, bevor es Docker für Windows gab, war Docker Machine die einzige Möglichkeit, auf einem Windows-Rechner ein Docker-System an den Start zu bekommen. Im Docker Store habt ihr die Möglichkeit, zertifizierte Images, teilweise gegen Geld, entsprechend zu erwerben und herunterzuladen. Last but not least, Docker ist zwar sehr konsolenlastig, die haben sich aber auch mal erbarmt, ein entsprechendes Tool, also ein grafisches Tool bereitzustellen, um zum Beispiel Container zu starten, zu beenden und Einstellungen zu ändern. Kommen wir ein bisschen in die Geschichte. Docker unter Linux. Man kann es kaum glauben, aber die sind erst 2011 gestartet, im März 2013. Und jetzt bleibt die große Frage, ist das alles neu? Kurz gesagt, nein. Denn Docker ist sozusagen nichts komplett Neues. Die Technologien, die hinter Docker stecken, zum Teil sind sie auch wieder inzwischen wieder ersetzt worden, aber die ursprünglichen Technologien sind bereits bekannt und auch erprobt aus dem Linux-Kernel. Das eine ist das Thema LXC, vielleicht manchen unter dem Thema BSD-Jails bekannt, auch die hatten schon Container, teilweise auch als OpenVZ bekannt. Dann gibt es C-Groups, Namespaces und noch andere Sachen, die sozusagen die Basis für Docker gebildet haben. Docker hat im Laufe der Zeit bestimmte Technologien quasi durch eigene Implementierung ersetzt, weil bestimmte Probleme aufgetreten sind, die sozusagen in die alten Technologien nicht mehr reingepasst haben. Aber grundsätzlich sind sie von einem Punkt aus gestartet mit Technologien, die es schon gab. Der einzige große Vorteil, den Docker geschaffen hat, ist ein bisschen Convenience. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, über ein System die Container zu starten, zu kontrollieren, Ressourcen zu verwalten, etc. Das war unter, ich kannte BSD Jails, kannte ich, das war immer ein ganz schöner Fackelzug. Also Convenience war dort fehl am Platz. Wenn ihr heute in einem Linux-Umfeld mit Docker starten wollt, könnt ihr mit den meisten aktuellen Distributionen arbeiten, sei es CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, etc. Und dann gibt es noch spezielle Docker-Host-Distributionen, zum Beispiel CoreOS und, das hier ist dieses Logo, RangerOS. Die machen sozusagen das Credo benutzen, Everything is a Container. Das heißt, alle Tools, selbst nur ein Ping, wird dort drin als Container ausgeführt. Ob das sein muss, ist die zweite Frage. Ich habe es mal probiert. Ich bin am Ende doch wieder zu einem Ubuntu zurückgegangen, weil es doch etwas einfacher sich dargestellt hat. So, jetzt kommen wir zum Thema Docker unter Windows. Dazu zwei einleitende Worte. Wenn ihr unter Windows 10 arbeiten wollt oder unter 10 arbeitet, habt ihr die Möglichkeit, Docker für Windows zu benutzen. Dann wird sozusagen eine sehr schmalbrüstige Linux-VM im Hyper-V gehostet. Dann könnt ihr sozusagen Linux-Container ausführen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich was macht Microsoft mit sogenannten Windows-Containern? Die beiden, Docker und Microsoft, arbeiten seit 2014 zusammen. Also schon relativ lange. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis sie sich sozusagen dann mal entschlossen haben, nicht nur diese Linux-basierten Sachen zu implementieren,
sondern die Container-Technologie nativ in ihr Betriebssystem zu implementieren. Das ist jetzt enthalten in Windows Server 2016 und Windows 10 Professional bzw. Enterprise ab dem Anniversary Update. Also das sollten die meisten, die Windows 10 haben, schon drauf haben. Interessant ist, anders als Microsoft das üblicherweise macht, haben sie das bestehende Ökosystem wirklich in ihr Produkt integriert. Also nicht nur Idee genommen und selber was gebaut, sondern sie wollen das komplette Ökosystem von Docker unterstützen. Das heißt, die Images liegen auf dem Docker Hub, ihr könnt Anwendungsdecks mit Compose bauen und ihr habt auch die Möglichkeit, Clusterlösungen mit Swarm zu machen. Für mich als Softwareentwickler ist es sehr schön, dass eine Docker-Integration in Visual Studio, also meiner Entwicklungsumgebung, gibt. Das heißt, ich kann jetzt mit Visual Studio die Anwendungen, die in einem Container laufen, debuggen. Sehr praktisch. Microsoft hat ja selber eine Cloud-Plattform, Azure, und hat dort die Möglichkeit, mit den sogenannten Azure Container Services hochverfügbare, hochskalierbare, containerbasierte Anwendungen durchzuführen. Das war schon, als ich es eingeführt habe, schon ein ziemlicher Paukenschlag, denn das Ganze läuft natürlich unter Linux, nicht unter Windows, wie die meisten Server in Azure. Der zweite Paukenschlag war, als Microsoft den SQL-Server, sozusagen die Haus- und Hofdatenbank, als Linux-Container veröffentlicht hat. Das ist inzwischen schon über ein Jahr her. Einziger Nachteil ist, ich hatte es probiert, man braucht dafür einen Host, der mindestens 4 GB hat. Das ist natürlich für einen Container schon ganz schön heftig. Also sowas wie Benjamin vorhin sagte, 1000 Container. Nee, ein Container SQL-Server und dein Docker-Instanz war quasi ausgelastet. Deswegen habe ich den immer noch nur nativ auf der Platte. So. Kommen wir zum Thema Architektur der Windows-Container. Wir haben natürlich wieder das Blech drunter. Dann das Betriebssystem, Windows in dem Fall. Den Kernel von Windows und die Libraries mit den entsprechenden Anwendungen und Docker, der das Ganze entsprechend orchestriert. Ihr werdet jetzt sagen, Moment, die Zeichnung, die haben wir doch vorhin schon mal gesehen. Ja, Microsoft hat es wirklich 1:1, so wie es im Linux-System drin ist, in sein System entsprechend integriert. Das heißt, die normalen Windows-Container sind technologisch identisch mit den Linux-Container. Allerdings muss ich eines ganz klar vorweg schicken. Der Kernel ist ja Teil des Containers. Dass ihr natürlich nicht einen Microsoft-Kern in einen Linux reinpacken könnt, kann man sich vielleicht vorstellen. Das heißt, obwohl es beides Docker ist, könnt ihr Images, die für die Linux-Basis gebaut sind, nicht in der Windows-Container-Umgebung laufen lassen. Und dann kommen wir zu dem Thema, wo Microsoft so ein bisschen den Sonderweg beschritten hat, nämlich die sogenannten Hyper-V-Container. Ich hatte vorhin so ein bisschen ausgeführt, dass es passieren kann, dass, wenn im Kernel Fehler sind, dass eine Anwendung ausbrechen kann. Und Microsoft traut offensichtlich seinem eigenen System nicht ganz so und hat deswegen ein System eingeführt, die sogenannten Hyper-V-Container. Das heißt, ihr habt den Kern des Betriebssystems, der ist hier. Darüber ist die Virtualisierungsumgebung von Microsoft, der sogenannte Hyper-V-Server. Und dann hat jeder Container nochmal in sich seinen entsprechenden Kernel. Hier läuft der sogenannte Server 2016 Nano-Server, läuft sozusagen hier drin entsprechend als eigene Instanz. Das heißt, wenn eine Anwendung ausbricht, dann bricht sie nur hierhin aus und kann niemals den Hauptkern des Betriebssystems kompromittieren. Da kann man jetzt seine Meinung entsprechend drüber machen, ob man das wirklich machen sollte oder ob man vielleicht seinen Kernel mal dicht kriegen sollte, ist ein anderes Thema. Grundsätzlich machen natürlich Container, die als Hyper-V-Container laufen, mehr Ressourcen verbrauchen, denn ihr habt immer einen zusätzlichen sozusagen Nano-Server-Kernel laufen, im Gegensatz zu einem klassischen Windows-Container, wo der Kernel gemeinsam genutzt wird. Es ist auf jeden Fall deutlich leichtgewichtiger als eine vollständige virtuelle Maschine. Die
Images werden auch von Microsoft über den Docker Hub bereitgestellt. Allerdings muss man sich das mal zu Gemüte führen. Also der große, der sogenannte Windows Server Core, der für alle normalen Anwendungen, die im Windows Server laufen, eigentlich geeignet ist, hat 5 GB komprimiert. Wenn er ausgepackt ist, hat er knapp 10 GB. Die ist natürlich ganz schön heftig. Dann gibt es jetzt noch den sogenannten Nano-Server. Der ist nur für .NET Core und den IIS-10. Der hat nur, leider kann man es unten nicht ganz sehen, nur 333 MB komprimiert. Ist aber in meinen Augen immer noch ganz schön viel. Ich werde dann gleich mal zeigen, welche Größe normale Linux-Container haben. So. Kommen wir zu den Docker-Grundlagen. Das erste, die Folien, die ich hier zeige, werden dann auf der Meetup-Seite entsprechend verlinkt. Das heißt, ihr braucht jetzt hier nicht alles mitschreiben. Ich habe auch auf diesen entsprechenden Icons immer die offiziellen Links und Quellen verknüpft, damit ihr sozusagen auch die komplette Dokumentation nachlesen könnt. Wollen wir erstmal schauen, was ein entsprechender, welche Informationen wir bekommen. Seid ihr mit? Bitte? Schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß, mal gucken. Sondern wenn ich weiß. Dann nehmen wir die. Oh, das gibt mir auch jemand. So. Geht das für euch? Okay, gut. So. Okay. Mit Docker Info ist sozusagen eure Möglichkeit, erstmal herauszufinden, was ist aktuell überhaupt für ein System. Das heißt, man sieht hier, ich habe ganz frisch aktualisiert, 17.05. Docker hat vor kurzem auch mal die Benennung der Versionen geändert. Vorher gab es 1. irgendwas und jetzt sind sie dazu übergegangen, Jahr. Monat und dann die entsprechende Version, hier CE für Community Edition, entsprechend aufzurufen. Ich will nur auf ein paar Sachen eingehen. Das heißt, das eine ist das Betriebssystem, Operating System und ganz wichtig auch die Architektur. Das heißt, ihr habt, wenn ihr mit Containern arbeitet, habt ihr immer auch eine gewisse Abhängigkeit zur Architektur. So. Hier, damit ihr was seht. Das ist jetzt sozusagen ein Server 2016. Und hier sieht man jetzt ganz klar, als Betriebssystem ist eben nicht mehr Linux-System, sondern, wie man es hier sieht, Windows Server 2016 in der Standardedition. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, einen Linux-Container zu starten, gibt es eine schöne Fehlermeldung und damit ist das Thema dann erledigt, weil er kann die Container nicht ausführen. Wenn wir unter Windows 10 arbeiten, das ist jetzt hier relativ klein zu sehen, das steuert der Windows. Wenn ihr Docker für Windows installiert habt, gibt es sozusagen hier unten so ein kleines Wahlsymbol und hier könntet ihr auch zwischen Windows und Linux-Containern wechseln. Das heißt, ihr könnt zur Anwendungszeit immer nur eins von beiden benutzen. Über den Befehl Docker Image werden sozusagen alle Images, die ihr aktuell heruntergeladen habt, entsprechend euch angezeigt. Ich zeige das deswegen jetzt vorher, damit ich dann diese Maschine, die relativ viel Ressourcen verbraucht, abschalten kann. So, ich wollte euch. Genau. Und wenn man jetzt mal hier schaut, das ist die gleiche, das ist nicht ganz die gleiche Version,
Es ist die Version 3.2. Hier sieht man, Mongo, das ist sozusagen die aktuelle Version 3.4, hat unter Linux 360 MB. Wenn ihr das Ganze unter Windows startet, habt ihr 10,3 GB. Das finde ich persönlich doch ein bisschen heftig. Da hat Microsoft in meinen Augen das Thema Container nicht so ganz richtig verstanden. Ja, man kann sagen, es wird ja mal einmal benutzt, weil die 10,2 GB, die werden ja immer, die Layers werden ja weiter benutzt. Aber ich finde es schon ein bisschen bedenklich, wenn ich für, um einen Container zu starten, erstmal 10 GB Plattenplatz irgendwie reservieren muss. Vielleicht zeigst du mal noch Alpine. Oder Pussy Box. Ja, hab ich Elfheim. Du kannst aber cool machen. Ja, genau, Elfheim. Andersrum. Nee? Achso, ja, hast recht. So. Richtig. So. Elfheim ist so. Ja. Quasi, er nimmt ja schon die, hat es ja gerade schon weggenommen, 1,2 oder 1,9 Megabyte komprimiert. Das ist natürlich schon wirklich krass. Dann kannst du auch Köpfe noch. Okay. Ist, ja, aber es ist wirklich entsprechend klein. So. Jetzt schalte ich erst noch Windows-Maschine. Da 3,9 MB. Ja, also verschwinden wir dann. Ja, Linux versus Windows. Ja, gut. So, das Ding schicken wir jetzt mal schlafen. So, damit ich wieder Ressourcen bekomme. So. Okay, dann wollen wir mal unseren ersten Container starten. Ich habe jetzt einen Container gestartet mit dem Befehl Docker Run. Ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Ubuntu-System haben und er soll mit dem Befehl Echo und Halogena ausgehen. Ging schnell. Okay, ein bisschen gefaked habe ich. Was habe ich euch vorweggenommen? Die Zeit, die natürlich das System braucht, um das Image erstmal aus dem Docker abzuladen. Habe ich natürlich gestern Abend schon vorbereitet. Wir wollen natürlich nicht im Download beim Warten zu gucken. Aber was man hier sieht, wie schnell die Container hochkommen. Anders als eine virtuelle Maschine, die erstmal 5-6 Minuten teilweise braucht, bis sie komplett einsatzbereit ist. Das heißt, Container sind leichtgewichtig und sind schnell erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Ihr könnt Container quasi auch interaktiv betreiben. So. Indem ihr das kürzliche IT mit dazu nehmt. Und ich möchte auch hier den Ubuntu benutzen. Und da muss ich noch sagen, welche Shell ich gerne möchte. In dem Fall die Bash. Achso, das geht. Wir sind ja nicht im Linux. So. Das heißt, ich bin jetzt in einem interaktiven Container von einem Ubuntu drin und kann jetzt hier Dateien anlegen. Und wie man sieht, hier oben, kann man es hoffentlich ein bisschen sehen, ist die Testdatei jetzt angelegt worden. Ganz wichtig, die Container oder die Systeme, die euch bereitgestellt werden, sind wirklich auf das Notwendigste reduziert. Das heißt, selbst solche simplen Befehle wie Nano oder teilweise sogar der Ping fehlt euch. Das heißt, ihr müsst alles, was ihr hier drin entsprechend benötigt, nachinstallieren. Wenn ich jetzt das System verlasse, ist mein Container weg. Wenn ich mit Docker PS befrage ich das System, erzähl mir bitte alle Container, die im Moment gerade laufen. Wie man jetzt sieht, läuft gar nichts. Mit minus A weise ich ihn an, auch die inaktiven Container zu zeigen. Genau, hier ganz oben, der vor 17 Sekunden beendet wurde.
das ist sozusagen der Container, der, mit dem ich gerade interaktiv gearbeitet habe. Wie kann ich jetzt ein Image erstellen? Ich habe ja gerade wunderschöne Dateien angelegt. Dann kann ich daraus doch jetzt mal ein Image machen. Okay, dann tun wir das. Das heißt, ich muss mir den Hash hier nehmen. Ich könnte auch diese etwas lustigen Namen, denn auch das macht Docker aus. Wenn man keinen expliziten Namen angibt, hat er einen sehr schönen Namen-Würfel-Algorithmus. So. Und dann soll das jetzt Ubuntu with File sein. So. Und wenn ich jetzt nach meinen Images frage, gibt es, muss ich das ganz oben, genau, gibt es jetzt hier den Container Ubuntu with File. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt aus diesem Image wieder einen Container erstelle? Wird die Datei da sein? Wird sie nicht da sein? Und wenn, wo ist sie? Guten Morgen, liebe Studenten. Den falschen Container erwischt. Ja, ein bisschen kleiner machen. Wir leiden für X, gell? Bitte? Ein bisschen kleiner machen. Ja, das dann für X. Das sieht man wieder was. Aber dann kein Problem. Dann kommen wir gleich zum nächsten Befehl. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, Container oder Images wieder zu entfernen. Erstmal Container entfernen. Das wird über Docker RM werden die Container entsprechend gelöscht. Und dann erstellen wir jetzt nochmal ein neues Image. Aus diesem Image jetzt wieder einen Container. So. Und wenn ich vorhin den richtigen Container als Quelle richtig benutzt hätte, sieht man, so wie es gesagt wurde, die entsprechende Datei ist in dem entsprechenden Image jetzt eingebacken. Das heißt, wenn ich sie jetzt wieder löschen würde und nochmal einen Container machen würde, nochmal ein Image machen würde, hätten wir zwei Schichten. Eine Schicht, wo die Datei angelegt wird, und eine Schicht, wo die Datei wieder gelöscht wird. Deswegen sollte man noch genau überlegen, was man installiert, aber dazu kommen wir später nochmal. Wenn ihr jetzt entsprechend eure Anwendung installieren wollt, dann könnt ihr jetzt hier natürlich sagen, apt-get install, macht eure entsprechenden Befehle, und dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit, daraus eure Images zu erstellen. Ist das schön? In die Container reingehen und von Hand Software installieren? Nein, das ist es natürlich nicht. Dafür gibt es eine Beschreibungssprache. Und das sind die sogenannten Docker-Files. Liebes Internet. Okay, Internet will heute nicht. Das sind die sogenannten Docker-Files. Das ist sozusagen eine Auszeichnungssprache, die es euch ermöglicht, den Aufbau eines Docker-Images abzulegen. Das heißt, ihr macht sozusagen eine Bauanleitung niederschreiben, welche Schritte sollen durchgeführt werden, um ein bestimmtes Image zu erzeugen. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass ihr damit den Prozess
immer und immer wieder durchführen können, ohne dass man sicher sein muss, habe ich jetzt das überhaupt schon installiert? Und welche Version wollte ich überhaupt? Und so weiter. Deswegen ist dieses Erstellen von Images per Commit, es sollte die absolute Ausnahme bleiben, ist wirklich nur, wenn man mal ganz schnell was testen muss. Okay, kommen wir zum allgemeinen Aufbau von solchen Docker-Files. Die erste Zeile betrifft immer sozusagen die sogenannte From-Klausel. Dort gebt ihr an, von welchem Basis-Image ihr entsprechend erben wollt. Ich hatte euch vorhin diesen Aufbau des .NET Core-Containers gezeigt. Das heißt, ihr würdet dann von .NET Core erben, darunter ist ja noch Debian, ist der Kernel und alles und die Dependencies. Darum müsst ihr euch nicht kümmern. Ihr sagt, ich möchte von .NET Core oder von Ubuntu in einer bestimmten Version ableiten. Wenn ihr die From-Klausel nutzt, Empfehlung, nehmt wirklich eine stabile Version, also nicht immer, ja, es wird schon immer die richtige sein, damit ihr die Kontrolle behaltet. Auch hier aus Erfahrung. Microsoft hat nämlich leider die böse Angewohnheit, die Basiscontainer für .NET Core aus dem Hub wieder zu löschen. Das heißt, wenn ihr einfach nur immer die letzte Version benutzt, kann es sein, dass eure Anwendung plötzlich nicht mehr baut. Deswegen sollte man immer eine wirklich spezifische Version benutzen und sich am besten noch eine Kopie davon machen. Nächstes Thema, das ist so ein bisschen, ich nenne es mal Schönheit bzw. guter Stil. Wenn man Container erstellt oder wenn man Images baut, sollte man den entsprechenden Maintainer mit nennen. Früher gab es dafür einen eigenen Tag oder einen eigenen Befehl, das war das Maintainer, der Maintainer. Das haben sie abgeschafft, gilt als veraltet, soll man nicht mehr nehmen. Heute wird das Ganze über Labels entsprechend gemacht. Auch etwas, was sehr, sehr typisch für Docker ist, die unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit. Das heißt, Docker entwickelt sich wirklich rasant. Sachen, die heute noch sozusagen hier noch stehen, können im nächsten halben Jahr schon wieder veraltet sein. Deswegen, ich musste auch Slides, die ich im letzten Jahr noch gehalten habe, schon wieder aktualisieren, weil bestimmte Sachen, eben zum Beispiel dieses Thema, schon wieder als veraltet gelten. Jetzt hat sich leider unten ein bisschen versteckt, aber das ist eigentlich mit das Wichtigste. Wie kann ich entsprechende Anwendungen in diesem Container installieren? Dafür gibt es den sogenannten Run-Befehl und dann, ganz normal, wie man es unter Windows und Linux gewöhnt ist, kann man die entsprechenden Befehle ausführen. Eben zum Beispiel install und so weiter. Nächstes Thema ist auch so ein bisschen Schönheit. Man sollte sich überlegen, dass man das Datum, wann man die Definition das letzte Mal angefasst hat, sollte man sich als entsprechende Variable definieren, damit man es später mal rausfinden kann. Expose ist auch so ein bisschen Schönheit. Es ist nicht zwingend erforderlich, ist aber guter Stil, wenn man dem Nutzer mitgeben kann, welche Ports die Anwendung entsprechend bereitstellen wird. Das heißt, wenn wir jetzt eine Webanwendung bauen, dann wird er vielleicht in der Regel auf 80 laufen, aber vielleicht hat man den Webserver so konfiguriert, dass er auf 8080 läuft. Dann sollte man das entsprechend schon definieren. Über Volumes habt ihr die Möglichkeit, entsprechend Datenverzeichnisse zu definieren, die es sich lohnt, miteinander zu verknüpfen, um da quasi eure Daten reinzustellen. Internet ist wieder da. Wie bekomme ich jetzt meine schöne Anwendung, die ich gerade erstellt habe, in das System hinein? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Add, das andere ist Copy. Und ich mache sozusagen jetzt auf meinem System und nehme den Ordner Publish und kopiere ihn in den Ordner innerhalb des Containers nach MyApp zum Beispiel. Add funktioniert fast genauso. Ihr habt da noch die Möglichkeit, entsprechend URLs anzugeben. Wenn ihr zum Beispiel Continuous Integration mit GitHub macht, könnt ihr dort eure Releases ablegen und per Add ziehen, gilt allerdings nach letzter Meinung sozusagen auch schon wieder als veraltet und sollte man nicht mehr nehmen. Heute ist es guter Stil, das Ganze mit curl zu machen und auf den Add-Befehl zu verzichten. Mit Workdir gebe ich dir
gebe ich den Pfad an, wo sozusagen der Container, wenn er das erste Mal zum Leben erweckt, sozusagen ausgeführt wird. So. Zwei Befehle noch. Das eine ist der Entry Point, das andere ist die CMD. Das ist sozusagen der Punkt, wenn ihr keinen Befehl angebt, was ausgeführt wird, wenn aus dem Image ein Container gestartet wird. Genug graue Theorie. Gehen wir mal ganz kurz in die Praxis. Genau. Eine Empfehlung, wenn ihr... Ich mache mal ein bisschen... Ich hoffe, es geht ein bisschen größer. Moment bitte. Okay, mal also das nicht übertreiben. Wenn ihr mit Docker und Docker-Files und auch zum Beispiel später mit Compose-Files etc. arbeitet, empfiehlt sich die Verwendung von Visual Studio Code. Ist eine kostenfreie Entwicklungsumgebung, eine sehr leichtgewichtige, die auf Node.js basiert. Das heißt, sie läuft auf Mac, sie läuft auf Windows, sie läuft auf Linux. Und dafür gibt es sozusagen dann ein Plugin, das Docker-Plugin, wo man sozusagen dann entsprechendes Syntax-Highlighting bekommt und sozusagen dadurch ein bisschen Unterstützung bekommt. Und es gibt auch die Möglichkeit, dann direkt aus dem System zu bauen. Das machen wir heute nicht. So. Okay. Wir wollen jetzt sozusagen mal eine ganz leichtgewichtige Anwendung starten. Und zwar basieren wir jetzt nicht auf dem IIS oder auf dem Apache, sondern auf dem ganz leichtgewichtigen Nginx. Nginx, so. Dann, wie man jetzt hier, das meinte ich mit Unterstützung, ergibt schon entsprechende Vorgaben, was man vielleicht jetzt machen könnte. In dem Fall zum Beispiel... Und wir haben heute 2017. 10. Entschuldigung, das ist kein Label, das ist ein die Environment-Variable. Ich wollte natürlich den Maintainer bekannt geben. Dann möchte ich sozusagen eine Datei, eine ganz einfache HTML-Datei, hier hinein kopieren. Den Copy. Dann gebe ich den Ordner an und dann, wo das Ganze hinkopiert werden soll. Das sozusagen jetzt mal ein ganz einfaches Docker-File. Man könnte jetzt noch viel mehr machen, Port bekannt geben etc. Das können wir uns jetzt alles mal sparen. Jetzt wollen wir aus diesem System quasi mal ein Image hochfahren oder erstellen. In Zeile 3 ist es nicht falsch. Ja. In Zeile wissen wir das. Ja. Ach gut, das ist nur ein. Okay. Ist nur ein Environment. Ja, das ist richtig da. Aber Engine. Ja gut, der Pfad hast du nicht schon angelegt? Gibt es denn schon? Den, das ist. Das Ebel soll ich. So, jetzt stimmt's. Das hätten wir gleich gemerkt. Das wäre eigentlich schön gewesen als Würfel. Was? Das ist Absicht. So. Als erstes. Schieben wir es mal aus dem Container. Ansonsten, so wie die Köche, ich habe da mal was vorbereitet. So. Okay, um jetzt sozusagen den Bauprozess zu starten, verwenden wir Docker Build. Mit dem -T gebe ich den Namen an, der aktuell verwendet werden soll. Eins,
Und dann muss ich noch den Punkt angeben, um ihm zu signalisieren, dass ich genau in diesem Buildscope jetzt arbeiten möchte. Ich könnte auch sagen, verwende mal bitte eine ganz andere Ecke aus dem Betriebssystem oder aus dem Filesystem. So. Gut, das hat funktioniert. Zu der Meldung kommen wir gleich. Wenn ich einen Container als Hintergrunddienst laufen haben möchte, was eigentlich eher die Regel für Container ist, ist es Docker Run minus D für Demonize. So, dann sollte man sich anhören, vielleicht doch.